los geht's. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sitzen im Tiger P. Ja, den gab es lange nicht bei mir. Grund dafür ist, dass ich eigentlich keine Mannschaft für ihn habe. Auch jetzt eigentlich nicht. Ich habe einfach die Mannschaft vom VK4502B genommen, habe ihn in den Panzer gesteckt. Deswegen fahre ich jetzt hier mit einer 85% Crew durch die Gegend. Aber die ist im dritten oder vierten Skill. Wir haben immerhin ein Lämpchen auf dem Teil. Und sind hier auf Lakeville in einem Tier-Siemer-Gefecht. Wir sind also Top-Tier. Tja, Tiger P hat die gleiche Kanone wie der Tiger 1. 203 mm Pen und 240 Alpha. Das ist für Tier 7, zumindest was die Penetrationsleistung angeht, richtig, richtig gut. Der Tiger P schießt etwas langsamer als der Tiger 1, hat dafür aber eine richtig geile Frontpanzerung mit 200 mm an der Wanne. Am Turm sind es leider nur 100 mm. Wer also einen Tiger P gegen sich stehen hat, bitte, bitte schießt ihm in den Turm, denn das tut ihm weh. Und da kommt ihr auf jeden Fall deutlich besser durch, als wenn ihr auf seine Wanne schießt. Zumindest frontal. In der Seite ist der Tiger P auch nicht so der geilste, wie eigentlich die ganze Reihe nach ihm. Also auch der VK4502A und B haben für ihre Tierstufe keine guten Seitenpanzerungen. Vor allem der B nicht. Also da kann man fast mit der E durchschießen. Den darf man also nicht zu stark anwinkeln. Auch den Tiger P sollte man nicht megamäßig anwinkeln, um halt nicht so seine verletzbare Seite zu zeigen. So. Was man auch noch zur Kanone sagen muss, sie hat eine sehr, sehr schlechte Einzielzeit von, der war sehr hoch gewürfelt, von 2,9 Sekunden. Okay. Tiger 1 prallt ab. IS kommt durch. Das finde ich jetzt nicht so geil. Ich sehe noch ein Stück. Da steht noch mehr da hinten. Der ging nicht durch. Kette verloren. Okay, Tiger 1 zieht uns bloß die Kette. Nicht auf mich. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh oh. Er prallt wieder ab. Das finde ich gut. So. Ja, ihr seht, die Panzerung vom Tiger P ist wirklich einiges wert. Da ist jetzt schon einiges gebounced hier. Und da hinten, was steht denn da noch? Ein M6, der nicht aufgeht beim Schießen. Das ist ja uncool. Steht er vielleicht dort? Nee. Oh, sehr schön. Vielen Dank, AMX. Oh. Die IS prallt wieder ab. Und dieser blöde M6, der da hinten steht, der nervt mich. Da ist das kleine Mistvieh. So, muss das sein. Jetzt wird er sich nochmal überlegen, ob er hier rausfährt. So, IS. Was ist denn mit dir? Wären wir Freunde? Dann machen wir erstmal beide zum One-Shot. So, M6. Immer noch. Ich glaube, der hat nur die Stockgun, sonst hätte er schon längst mal Schaden gemacht. So, Tiger 1, tschüss. Der hat jetzt schon mit APCR versucht und hat keinen Schaden gemacht. Das ist echt hart, weil da hätte man schon mal... den haben wir, glaube ich, nur gekettet. Oh, wir werden umrundet. Das Gefecht sieht nicht gut aus. Wir müssen jetzt langsam mal ein bisschen Action hier machen. So, IS, was machst du denn hier? Du gehst erstmal raus, mein Freund. So, der M6 da hinten muss raus. Das ist wichtig. Was haben wir denn dort? Ein UI. Ja, AMX, du hast den M6 vergessen. Das war dein Problem. Ja, das war zu viel. Oh, oh, falsch gedreht. Oh, haben wir ein Glück. Den Tock will ich ja nicht gegen mich haben. So, M6. Du nervst mich immer noch. Sehr gut. Jetzt fahren wir einfach mal... Oh, oh. Ja, wo fahren wir denn hin? Nirgendwo fahren wir hin. Wir sind gleich tot.
Können wir den UI noch rausnehmen? Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Ja, können wir. Ich hänge. Wo hänge ich denn? Hallo, Cromwell. Bereit zu feuern. Ja, und hier sehen wir das Problem des Tiger P. Er ist einfach noch mega mäßig langsam. Und jetzt verschießen wir auch noch auf den Cromwell und der nimmt uns sich einfach raus. Wo sind Sie hin? Ziel erfasst. Ja. Wir sind erledigt. Raus hier. Was willst du machen? Da hat unser Team einfach mal an allen Stellen versagt. Schade eigentlich. War eine gute Runde. Wir haben 4 Kills gemacht und auch ordentlich Schaden ausgesetzt. Und hoho, da ist auch einiges gebounced an uns. Aber wenn die lilanen Spieler nicht mitspielen hier. Ja, zweite Account. Schön hier das 1er Platoon. Schöner Reroll-Account vom VK30 und vom Chinu. Großartig, Jungs. Zumindest der VK30 könnte einer sein. Beim Chinu bin ich mir nicht sicher. So, T67. Was machst du eigentlich? Ich meine, wo willst du hin? Er haut jetzt einfach ab, würde ich sagen. Feigling. Feigling. Was erwartest du dort aufzumachen? Was erwartet er, was dort aufgeht? Ich habe keine Ahnung. Den Tok wird er nicht aufkriegen, dafür ist er viel zu weit weg. Und die Gegner, ja, die kippen noch nicht mal durch, sondern sie wollen ihn töten. Und wenn der KV-2 wieder zurückgefahren ist, dann... Ach nee, der Cromwell macht's. Ja, ja, dann... Hat er nochmal Glück gehabt? Was war das denn? Und tschüss. Das war... Ach, das ist ja auch ein Reroll-Account. Blau und keine 1000 Gefechte. Ja, ja. Ohne Worte eigentlich. So. Das war dritte Klasse. Dualand, Kämpfer und Wirkungsfeuer. Und das Nerven aus Stahl gab es auch noch. Ja, es ist auf jeden Fall einiges gebounced. Wir haben uns dort an unserer Ecke, glaube ich, ganz gut verkauft. Der Rest des Teams, ja, ihr seht, es ist... Was willst du sagen dazu? Wir haben fast 2500 Schaden gemacht. Der zweitbeste war der AMX, der auch neben mir stand mit 1400 Schaden. Der Rest ist einfach nur peinlich. Wir haben 4 Kills gemacht, 661 Erfahrungspunkte Basis bekommen. Wir haben kein Gold geschossen, haben trotzdem 19.400 Credits mit nach Hause genommen. An unserer Panzerung sind 3.000 Schaden gebounced. 234 Schaden haben wir ermöglicht. Und 992 Erfahrungspunkte mit Premium-Account. Nur um euch mal kurz ein Bild zu geben, wie der Tag heute wieder läuft. Ihr seht, 5 Gefechte, 1 Sieg, 1775 BN8. Es läuft wieder mal nicht so geil. Da freue ich mich nämlich nicht drüber. Das sind so die Momente, du kommst nach Hause, willst einfach nur mal fix ein paar Hündchen schön fahren und dabei aufnehmen und kriegst wieder so ein Mist hier reingewirkt. Naja, was soll's, wir versuchen es noch ein zweites Mal. Vielleicht gewinnen wir ja dann, vielleicht ist uns ja das Spiel in irgendeiner Art und Weise hold. Also bis gleich in der zweiten Runde. Bergpass in der zweiten Runde, ohne eine Art hier. Dann fahren wir doch mal auf B6. Mal gucken, ob da jemand mitkommt. Ja, eine Sue und ein dicker Max. Oh, dicker Max, du musst da aufpassen. Du gehst da auf jeden Fall auf. Und das ist natürlich nicht so schön, denn du hast keine Panzerung, mein Freund. Jetzt fahren hier alle mit, der UI auch, eine Tiger 1. Naja gut, es hätte jemand zur Brücke noch fahren müssen. Mal sehen. Mal sehen. Der Gegner hat auf jeden Fall einiges an Heavys. Wir haben deutlich weniger. Das wird spaßig. Wir müssen auf jeden Fall, wenn wir hier nichts kommt, relativ schnell Druck machen. Okay, VK fährt vor zum Spotten. Das ist ja schon mal okay. Wir nehmen die Su ein bisschen als Meat-Schild. So, VK, du musst aber mal um die Ecke gucken.
Damit wir wissen, ob da was kommt. Oder ob wir vordrücken können. Scheint nichts zu kommen. Naja, ich folge dir ja schon. Tiger 1, bin schon dabei. Oh, wir haben schon zwei Panzer verloren. Däh. Eine Su-100. Ja, und noch ein Tiger 1. Der VK, der könnte sich jetzt mal zurückziehen, weil wir wissen jetzt, was dort ist. Mit einem 6er, na gut, mit einem 6er Medium legt man sich nicht mit 2, 3 Panzern an. So, Su erstmal eine verpasst. Oh, wir haben nicht genug Gun Depression. Tiger 1 in die Seite. Ja, sehr gut. Er bounced. Er wird das nochmal auf uns schießen. Ja, auf die falsche Stelle. Du musst auf den Turm schießen, mein Freund. Oh Gott, hat der Schuss verzogen. So, da ist er raus. Dann der dicke Max. Der jetzt zu ist. Ja, wir müssen jetzt ja drauf. Er muss raus. Wir müssen jetzt hier aufräumen. Er zieht sich zurück. Da ist noch ein Tiger 1. Ziel ein, Ziel ein. Boah, die Schüsse verziehen. Krasse Möhre. Da ist ein IS in der Mitte. Den Tiger 1 hat viele Hitpoints. Komm schon, Junge. Bleib in meinem Schussfeld. Ich will auf dich schießen. Sehr gut. Der muss jetzt raus, der muss jetzt raus, der muss raus, der muss raus, der muss raus. Dann halt weg. Keine Gun Depression. Sehr schön. Leute, guckt ihr mal auf die Minimap. Die sind fast durch. Wenn die jetzt anfangen mit Cappen, haben wir ein Problem. Dann wird das genauso wie letzte Runde. Der IS in der Mitte ist raus. Ich fahre trotzdem zurück. Und das ist echt das Problem beim Tiger P. Er ist einfach nur mega mäßig langsam. So, Cromwell. Kriegen wir davon noch was ab? Weiß ich nicht. Bin ich unsicher. Ich glaube eher nicht. Ne. Ne. Ne, das ist halt die Frage, was macht der Tiger P und der T29 vom Gegner? Fahren die jetzt zu ihrem Cap zurück? Oder versuchen sie bei uns zu cappen? Da ist der UI. Oh Gott, sind wir langsam. Okay, die fahren zurück. Oh Mann, ist das hier durchs Wasser. Das ist ja wirklich eine Qual mit dem Panzer. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, auf den Cap drauf zu fahren. Ich weiß es nicht. Sie machen es eigentlich richtig. Sie cappen jetzt. Was bleibt ihnen noch anderes übrig? Sich drauf zu verlassen, dass der Rest des Teams ja irgendwie noch rankommt. Okay, der T29 ist auf dem Cap. Und ich glaube, wir bekommen jetzt hier tatsächlich keinen Schaden mehr ab. Die cappen das Ding jetzt durch. Es sei denn, ja, ne, da ist es durchgecappt. Aber, haben sie richtig gemacht. Haben sie richtig gemacht. Das Risiko wäre jetzt einfach zu groß gewesen, dass wir einfach weggecappt werden oder so. Und ja, ihr seht's, Tiger P fahrt nicht durchs Wasser. Das musste ich jetzt auf jeden Fall gerade lernen. Es war dritte Klasse. Wirkungsfeuer. Wir haben 1700 Schaden gemacht. Dafür, dass wir in der zweiten Hälfte des Gefechts eigentlich nichts mehr vollrichtet haben, haben wir noch den meisten Schaden gemacht. Sogar fast 1800. Einen Kill haben wir gemacht. 597 Erfahrungspunkte sind damit. Platz 5 ist jetzt nicht so geil, aber was soll's. Auf jeden Fall haben wir gewonnen. Das ist wichtig. 26.800 Credits gab es plus 896 Erfahrungspünktchen mit Premium-Account. Und ja, ist jetzt nicht die Mega-Runde gewesen. Das war die erste auf jeden Fall. Aber wir haben gewonnen und das zählt ja eigentlich. Das ist der Tiger P. Eigentlich ein recht schöner Panzer. Er
ist halt ein Tick langsam, ja, dem muss man sich bewusst sein. Die Frontpanzerung ist gut, man darf sie aber nur sehr leicht anwinkeln. Und ansonsten halt snipern und hoffen, dass man mit 2,9 Sekunden Einzielzeit dann auch lange genug das Ziel anvisieren kann, sage ich mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Däumchen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr vom Tiger P haltet. Und ansonsten sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Gefechte hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.